Gut, gut, gut. Das ist der JS6. Willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wieder hier in War Thunder. Und diesmal, wie gesagt, in diesem Panzer ein sowjetischer Heavy Tank auf dem Battle Rating 7.0. Einer meiner wirklich mittlerweile Lieblingstanks. Ist zwar ein, also wie gesagt, ein, ja, nicht wie gesagt, halt ein Kauftank halt. Also. Also ist nur in einem Pack zugänglich. Das heißt, man muss ja im Deal 25 bzw. nicht im Deal 50 Euro hinblättern, damit man diesen Panzer bekommt. Aber ich habe mir gedacht, ich hole mir, weil ja, ich hatte Bock drauf, bin ich ehrlich. Und ich habe den Turm, zu dem ich voriges Mal schon ein Video gemacht habe. Könnt ihr euch gerne anschauen. Ist wirklich auch ein wirklich absolut geiler Panzer. Den habe ich gratis dazu bekommen, weil da war nämlich so eine Aktion 2 plus 1, Blödsinn, nie. 2 plus 1 gratis, Alter. Schon wie beim Supermarkt, beim Biller. Nee, Kauf 2, zahl 1, so eher, kann man sagen. Und darum habe ich mir eben die zwei geholt, weil ich die zwei am interessantesten gefunden habe, weil die am meisten Boni, also einheimsen, wie auch immer. Man sieht 617%. Forschungspunkte 630%, Silver Lines, verdammt viel, wirklich absolut viel. Eine 122 mm D30T-Kanone mit 18,4 Sekunden. Ja, ist schon ein bisschen beknackt auf dem BR, weil 205 mm ist weniger als ein Königssieger und der ist also auf dem BR 6.7. Ist nicht das grüne von, gelbe von einem, meine ich natürlich, aber. Auch nicht schlecht, weil 250 Gramm Sprengstoff, ja, Alter, das heizt rein. Wenn man was trifft, Alter, es zerreißt es. Eine halbe Hiroshima-Bombe, die da reinfährt. Dazu noch eine 50-Cal-Kanone obendrauf, also MG eher, 12,7 Disch-Kanone, auch richtig cool. Und die Panzerung ist eigentlich auch richtig geil. 210 mm, 340 auf den Seiten, da 300. Einziger Weak Spot hier, 165 mm, ist der einzige Weak Spot auf dem Panzer, sonst ist er überall geil. Nur das Problem, wenn man geupdatet wird, hat man das Problem, dass man nur gegen ATGMs, also ATGMs oder APFSDs oder Heat spielt, was dann schon ein bisschen kacke ist, weil es macht keinen Spaß, dagegen zu spielen, ganz ehrlich. Ja. Ist richtig schnell, man sieht es dann eh gleich im Gameplay, weil ich laber gerade wieder zu viel Kacke. Wir sehen uns gleich in der Schlacht. Ja gut, da sind wir. Hier in Frozen Pass. Mag ich die Map? Mag ich wirklich? Keine Ahnung, ich finde die nicht schlecht, obwohl die nicht mal so alt ist, weil ich mag normalerweise immer die alten Maps. Obwohl die schon recht alt, schon. Äh, ist jung. Medizine. Nee, egal. Medizine. Wo fahren wir hin? Hier rechts? Nein. Hier links? Vielleicht. Maybe, baby. Okay, da ist irgendwas explodiert. Irgendwas hat es da absolut zerrissen. Da wurden wir gespottet. Okay. Hier war das Spotting-Ding sogar zu sehen. Oh. Der T-44 wird gehittet. Kann ich dir helfen, mein Freund? Wo ist der Gegner? Das neue Wimmelbild von War Thunder. Finde den Gegner. Ah, da haben wir ihn. Zack. Tada und tot. Fuck, fuck, fuck. Bitte, 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 bitte nicht. Noch nichts. Wow, da komme ich nicht durch. Da komme ich nicht durch, da komme ich nicht durch. Leider habe ich nicht so viel Durchschlag. Da komme ich absolut nicht durch. Durch den Ferdinand oder Elefant, was auch immer. Komme ich nicht durch. Brauche ich gar nicht probieren. Was auch immer du warst. Ein T-54, ein Italienischer? Ne, ein Finnischer. Also kein finnischer Move, sondern ein finnischer Panzer. Wie Finnland das Land. Okay, ein Elk. Autsch.
Gut, das ist mein Tod. Das ist mein Tod. Ja, es war so klar. Es war natürlich wieder ein Leopard, wie immer. Oh. Hätte ich sogar töten können. Ah, Heat. Hasse ich. Leoparde auf Team BR sind komischerweise richtig OP geworden. Fragt mich nicht wieso, also ist mir schon langsam aufgefallen. Die sind irgendwie richtig OP geworden, die Leoparde. Denn, also, wow. Hit. Kiert. Wo ist er hin? Hä? Der hat sich einfach aufgelöst. Na egal. Du bist ein Flakpanzer. Mach was damit. Das ist deine Aufgabe, nicht meine. Ich hoffe, ich übersteuere nicht komplett, weil OBS, also meine Aufnahme, auf mein Aufnahmeprogramm zeigt mir die ganze Zeit, dass ich komplett übersteuere, aber naja. Wenigstens habe ich in einen Limiter reingegeben. Das heißt, wenn ich übersteuere, dann haut es euch wenigstens nicht die Ohren weg, sondern ich höre mich dann einfach nur ziemlich komisch an. Nee. Aber ja. Nee, aber ja. Ein Sumo SM? Wo ist der Sumo SM? Wo bist du? Flugzeug? Kein Flugzeug mehr. Da ist was gefahren. Da ist was noch näher. Mhm. Schwerer Panzer. Nur was. Er moved. Autsch. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, woher das kam. Oh, hallo Panther, hallo. Du wirst keinen Spaß haben, das sage ich dir. Ciao. Was ein Pisser. Naja. Ich habe Geld ausgegeben, du nicht. Das ist die Lehre dieses Spieles gerade. Da ist ein Königstiger. Au. Mann, hört auf mit der Kacke. Moll. Alter, das... Sei kein Leopard, bitte sei kein Leopard. Okay, da haben wir was zerstört. Bitte nicht. Dankeschön. Ich hätte gerade nicht gedacht, dass wir das killen, aber 50 KL to the win anscheinend. Ein LK 91, LKV meine ich, nicht LK. Kein Lastkraftfahrzeug. Also gibt es eigentlich ein Lastkraftfahrzeug? Weil es gibt ja nur den LKW, aber gibt es ein LKF? Fragen über Fragen. Ich habe gerade in der Ecke, Dropbox wird nicht mehr synchronisiert und es nervt mich ziemlich, weil dadurch sehe ich die Map nicht. Beim Aufnahmeprogramm sehe ich es aber. Muss ich halt immer ein bisschen dumm rüberschauen. Gleich haben wir den Verschluss wieder repariert. Habe ich nachgeladen? Nein, habe ich nicht. Okay, können wir nochmal nachladen. Der Königstiger ist noch da. Ich lade mal die Kackkanone mal nach. Ich hoffe mal, dass es noch aufnimmt. Ja, es nimmt doch noch auf. Ich hoffe, dass es jetzt nicht irgendwie gestockt hat, weil bei mir hat es nämlich gerade ziemlich gestockt, die Aufnahme, aber. Also, zumindest das Audio, aber. Ich hoffe mal nicht. Echt? Hallo! Tschüss! Alter, das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Das ist der gleiche LKV ist wirklich der gleiche fucking LKV. F dich, wirklich, F dich. Aber hart. Bomben. Okay, haben nichts geholfen. Ich lebe noch. Na, okay, jetzt nicht mehr. Es ist genau der gleiche Typ gewesen. Der Podli, wie? Podli war's? Kolian. Keine Ahnung, was das heißt. Juckt mich auch nicht, aber... Der Pisser ist nochmal gespawnt und ist jetzt tot. Was ein Bastard. Nee, aber das mache ich mal zu. Oh, ich bin rausgedingst. Sorge dafür. Ich habe den neu bekommen. Den ZSU 572.
Aber scheiß drauf, um den geht's gerade nicht. Blödsinn, um den geht's ja nicht. Wir spielen mit dem JS6. Ja, das letzte Map haben wir noch Japan. Gutes altes Japan. Naja, strahlt früher mehr als heute. Hiroshima, Nagasaki, meine ich. Ja, aber ja, Japan ist halt wirklich ein Land, wo ich gern mal wäre. Bin ich ehrlich. Also, so mal anzusehen, Japan wäre richtig cool. Aber naja, das Geld fehlt mir leider. Ganz einfach. Also ja, wenn ihr unterstützen wollt, dass ich mal nach Japan will, Freunde, dann lasst ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Das würde mich wirklich, wirklich freuen und meinen Kanal zu unterstützen, wie auch immer. Und ich wäre in Japan mal und würde einen Vlog davon machen. So würde ich jetzt klingen, wenn ich irgendein Vlog-YouTuber wäre. Wäre ich aber nicht, also bin ich aber nicht, beziehungsweise noch nicht. Wenn ihr das macht, dann, also wenn ihr das wollt, dann bin ich das gerne, glaubt mir. Aber dann, dazu brauche ich eben das nötige Grundkapital und das brauche ich mit, ja, nicht, ich weiß nicht, ob Warfunder mir das Grundkapital schenkt, aber ihr ja, YouTube vielleicht, hoffentlich, bitte, hallo, ja. Es ist gar nichts los. Ah, fuck, es ist ein Abtier, es ist ein fucking Abtier. Mann, Kacke. Naja. Naja, naja. Machen wir das Beste draus, oder? Hoffentlich. Ich habe meinen Gutschein nicht eingelöst. Runter, 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 runter. Ja, Mann, Alter! Du Arschgewehr, wirklich. Ich hasse diese Street 203. Ich hasse die aufs Blut mittlerweile. Ich werde von denen nur gekillt. Ich bin jetzt gerade wirklich ziemlich heiß. Nur, dass ihr es wisst. Also nur, dass ihr es wisst. Da haben wir den Street 203. Alter, sag nicht, das war ein Premium-Panzer, der mich auch noch gekillt hat. Nein, oder? Doch war's. Es war ein Premium-Panzer, der hier. Das ist so fucking OP. Der ist so drecks-OP, der Panzer, wirklich. Man kommt durch den nicht durch. USSR, JM, da, Rang 4, JS und die 6. Dann bin mit der besseren Munition auch noch auf 0 Meter von mir. Ricochet. Da komme ich, wenn ich ganz viel Glück habe, durch. Und es macht genau gar nichts. Gar nichts. Aber überhaupt nichts. Einzige, was ich machen könnte, ist hier oben. Dann wäre One-Hit. Aber viel Spaß, das zu machen. Ich bin gerade kurz rausgetappt, es tut mir leid. Alter, das ist kacke, wirklich, das ist so beschissen. Gut. Last und wahrscheinlich auch eher Least für dieses Video mal. Auf wie? Ist er in Vietnam diesmal? Die Map hasse ich, ich bin ehrlich. Also die Map hasse ich aufs Blut. Ich mag die Map überhaupt nicht. Gar nicht. Aber ja. Kann man nichts tun, ist halt so. Ist die Frage, wo fahren wir hin? Um wenigstens ein bisschen effektiv zu sein. Ich nehme mal einen Schluck. So. Immer hydriert bleiben, meine Freunde. Immer hydriert bleiben. Ganz wichtig. Weil ohne Hydrierung, ja, keine, weiß ich nicht. Kein Erfolg. Alter, es laggert. Mein ganzer PC bricht gerade zusammen. Und ich weiß nicht wieso. Kommt da noch was lang? Ich warte. Ich warte und ich warte und ich warte und ich warte. Da kommt sicher noch was lang, das weiß ich jetzt schon. Wir müssen nur Geduld haben. Nur Geduld. Als ob man da nicht durchschießen kann, willst du mich verarschen? Man kann da wie. Man kann da wirklich nicht durchschießen, willst du mich komplett verarschen, Warfunder. Na gut, was gewinnt?
eine 122mm Kanone mit 203mm Durchschlag oder eine 50mm, naja, 50 cm, so 50 cm, 50 cm Steinbetonplatte. Was gewinnt? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Nee. Oder ja, könnt ihr von mir aus. Stört mich nicht. Beantworte ich gerne. Mein Computer kommt gerade irgendwie überhaupt nicht wirklich klar. Tut mir leid, falls es wirklich laggen sollte oder so, aber es ruckelt gerade so, selbst bei mir. Also ich sehe es bei mir selbst auch, nur dass ihr es wisst. Ich weiß wieso. Wartet kurz. Bitte werd nicht gekillt. Ich tap kurz raus. Ihr hört mich eh noch. Ah, ich weiß wieso. Irgendwelche Nebenprogramme sind nämlich offen. Exit. Und Discord auch noch von mir aus. Brauche ich jetzt gerade nicht. So. Sollte bisschen die Dings, also die Kräfte von den Schultern nehmen. Keine Ahnung, ob es dieses Sprichwort überhaupt gibt, aber ich habe es gerade erfunden. Ich hab's gerade eindeutig erfunden. Okay, es ruckelt immer noch. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das Video gestoppt hat, denn mein Speicher war voll, leider. Tut mir wirklich leid, ich habe nicht gewusst, dass mein Speicher so hart voll ist, dass meine Aufnahme abbricht, nämlich. Muss jetzt ganz leise sein. Der Panzer kommt daher lang. Fuck. Ja, klar. Alter, ich hasse es. Ich hasse es. Wieso? Ich fühle mich gerade in dieser gesamten Lage so unwohl. Sogar körperlich gerade, Alter. Bitte nicht. Okay, wurde angehittet. Boah, Mann, Alter, wirklich, wirklich nur fucking MG kaputt. Okay. Alles klar. Mein fucking Widersacher ist hier. Mein MG ist leer. Lad nach, bitte. Schuss. Wieso hast du nicht geschossen? Das ist jetzt wirklich gerade die Frage der Fragen. Wieso hat der gerade nicht geschossen? Und hier haben wir, was ist das? Ein T-92? Was ist das? Keine Ahnung, was es ist, aber wenn ich jetzt nachgeladen habe, dann geht es in die Luft. Komm, bitte lad nach. Ja, Mann. Ja, es war ein T-92, sehr gut. Da sieht man wieder meine absolut geisteskranken Panzerkenntnisse, wie immer. Haben wir noch ein Ding? Hält mich das Pier aus? Anscheinend schon. Alles klar. 4 Holzblöcke halten einen, wie viel? 50? Das wollte ich nicht. Einen 51-Tonnen-Panzer aus. Natürlich. Klar. Oh, hallo. Na komm. Komm doch mal raus, bitte. Bitte. Na komm. Sein braver Junge. Wow. Nicht gewusst, dass Warfare noch Jumpscares beinhaltet. Was ein Dummkopf. Alter, ich hasse die LKV-91 wirklich aufs Blut. Ich meine, wenn ich einen hätte, würde ich auch damit spielen, bin ich ehrlich, aber
Es ist immer wieder lustig, einen zu killen. Es ist wirklich immer wieder lustig. Immer aufs Neue. Da ist irgendwie ein leichter Panzer in die Luft gegangen. Aber ich glaube, das kann mir egal sein, denn ich fahre lieber zu Punkt B und hol mir... Okay, es kann mir nicht wurscht sein. Wurst. Also egal sein, denn... Okay, der legendäre Wurstblinker wird mir gerade einfallen zur Wurst. Jetzt ist er tot. Schade. Oder? Nö, der ist nicht tot. Der ist nicht tot. Ja, Brand. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er RIP. Und die Ribbity. Ich reversiere mal hier in den Punkt B mal rein. Wie gesagt, ich hole mir mal einen anderen. Ah, okay, können wir schon. Zack. Einen neuen Crewmember, weil ich will mein fucking Commander MG wieder. Also diese Dischk da oben, die will ich. Die brauche ich eher. Weil die ist wirklich OP, die ist verdammt OP. Boah, ich hätte schon gedacht, der Jeep wäre ein Panzer, also ein Gegner. Okay, wir haben wieder... Okay, Zugriff zum MG, sehr gut. Sehr, very good. Links von mir ist, glaube ich, ein Panzer. Ja, ist er. Ein M41, ein Walker Bulldog, glaube ich. Wenn ich lang genug warte, sollte der da langkommen. Sehr gut. Hat nicht mal den Punkt angerührt, dann, das heißt, wir müssen nicht mal irgendwie zurück nehmen. Alles gut gelaufen, oder? Driver? Oh, okay, das hasse ich. Ich hasse dich, wirklich. Der hätte mich gerade so hart killen können, aber ich hasse ihn, den M56. Er hat mir sogar einen Crewmember, also ein Besatzungsmitglied sogar getötet. Leider. Ich habe mein Dischk-MG leider nicht mehr. Bitte keine Bomben, bitte nur nicht Bomben. Er hat Bomben, aber zum Glück nicht auf mich. Dankeschön. Habe ich sehr zu schätzen, die Freundlichkeit von dir. Und wir hören wieder. Wie immer. Wir hören. Ich höre keinen Gegner. Anscheinend nicht mehr viel los. Okay, doch. Da drüben sollte was sein. Naja, geht mich nicht viel an, da ganz drüben. Bleib ja gerade da. Spottet wen. Okay, der Marder wird angehittet. Ich glaube, der braucht Hilfe. Alter. Diese fucking Leiche hinter mir, wirklich. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir helfen? Nein, kann ich nicht.
Eindeutig nicht. Vielleicht wenn ich warte, vielleicht kommt er noch entlang der Lorraine. Der Lorraine 40T. Ja, komm. Näher. Hallo, tschüss. Bam. Noch ein Kill. Noch einen geilen Kill, einen saftigen Kill noch bekommen. Alter, aber der Premium-Panzer ist wirklich geil, der JS6 eben. Haben wir frisch geholt, das ist wirklich absolut geil. Kann man nichts dazu sagen. Okay, fuck. Ja, den Spot habe ich zu spät gesehen. Ja, der war angepisst. Der AMX. Aber ich kann nochmal spawnen. Diesmal fahre ich zu A vielleicht. Versuche den Punkt einzunehmen. Schnell noch, vielleicht habe ich Glück. C wird von uns eingenommen. Das heißt, es sollte aber gleich zu Ende sein. Ich rase noch hin. Und der ist auch verdammt schnell, der JS6, das will ich verdammt schnell. Der hat eine Geschwindigkeit drauf wie nichts. Also wie niemand sonst. Mit den Tonnen. Okay, da haben wir einen M56. Wohin des Weges, mein Freund? Klar, hat nichts Wichtiges getroffen, aber ja. Wenigstens Platz 1. Immerhin. Soll mir recht sein. Den Kill habe ich nicht mehr bekommen, aber dafür wie viel? 8. Nee. Oh ja, 8 Kills. Gar nicht gewusst. Also nicht mitbekommen. Na klar. Okay, 8 Kills, 108.000 Silverlines, 15.000 Erfahrungspunkte natürlich mit Premium-Account, den ich auch zu dem Pack dazu bekommen habe. Dazu noch die Mission da abgeschlossen. Allemal wirklich richtig geil, dass man dieses. Also das Pack gefällt mir, ganz einfach. Hab ziemlich viel damit gegrindet. Jetzt erforsche ich gerade den JS3, den habe ich auch vielleicht bald so in ein, zwei Tagen. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like, Abo, Kommentar, irgendwas. Das würde mich wirklich verdammt freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video dann wieder. Habt einen wundervollen Tag und ciao!